Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Synthhunter. Endlich mal wieder ein neues Video, werden jetzt einige sagen, aber auch bei mir ist die Zeit knapp geworden und es gibt noch eine Menge an defekten Geräten, um die ich mich kümmern muss. So, jetzt aber zum neuen Video. Ich habe hier einen virtuell analogen Synthesizer in einem hervorragenden äußeren Zustand. Natürlich habe ich das Gerät vorweg schon mal getestet und ich habe festgestellt, dass der Waldorf, naja, ich will mal sagen, etwas rumzickt. Mit dem Ergebnis, dass man diesem Teil keinen Ton entlocken kann. Die Logik des Gerätes funktioniert an sich, aber irgendetwas scheint mit der Tonerzeugung nicht in Ordnung zu sein. Okay, ich zeige euch das mal hier. Der Waldorf hat einen Demo-Mode, bei dem man verschiedene Songs anspielen kann, um einen Eindruck von den Soundfähigkeiten zu erhalten. Mit der Global-Taste kommen wir in das Hauptmenü und wenn wir nach unten scrollen, kommen wir hier auf diesen Menüpunkt. Nach gleichzeitigem Drücken der Multimode und Peak-Taste erscheinen Hinweise zum Abspielen der Demos und mit einem Druck auf die Play-Taste sollten wir jetzt eigentlich die hervorragende Soundqualität dieses Synthesizers genießen können. Ja, leider hören wir gar nichts. Stattdessen gibt es einen weiteren Hinweis im Display, der besagt, dass hier ein Fehler vorliegt. Schade, da müssen wir mal schauen, was da los ist. Viele Geräte haben in ihrem Betriebssystem ein Testprogramm implementiert, so auch hier und welch ein Glück für uns. Eventuell bekommen wir einen Hinweis, welches Problem hier vorliegt. Wir gelangen in das Testprogramm, indem wir die Instrument One und die Global-Taste gleichzeitig drücken und dann das Gerät einschalten. Okay, das hat geklappt. Wenn wir jetzt das Data Wheel drehen, bekommen wir einige Informationen über das Gerät und wir können die einzelnen Tests ausführen. Der erste Test überprüft den Prozessor und wie wir sehen, landet der Test auch gleich in einer Reboot-Schleife. Das soll so bestimmt nicht sein, man erwartet hier sicherlich eine OK-Meldung. Die bleibt hier leider aus. Aber Moment mal, im Display erkennen wir eine Frequenzanzeige. Sie zeigt 127 MHz und wie man sieht, lässt sich der Wert mit dem Data Wheel verändern. Der Frequenzbereich umfasst einen Bereich von 93 bis 220 MHz. Okay, das behalten wir mal im Hinterkopf und mit einem Klick auf die Play-Taste sagt uns die Anzeige, dass der Test des DSP fehlgeschlagen ist. Wir überspringen die weiteren Tests, zu denen wir eventuell dann noch später kommen. So, dann werde ich mir diesen kleinen Kasten mal von innen anschauen. Schraubenzieher her und los geht's mit dem Zerlegen. Ja, das war zu erwarten. Eine Platine, ein Display und ein Anschlusspanel. That's it. Für die Reparatur sicher von Vorteil. Ob es kompliziert wird, sehen wir dann. Der Test hat uns ja bereits einen Fehler im DSP diagnostiziert. Und was liegt näher, als diesen Chip gegen einen neuen auszutauschen? Dieser DSP-Chip ist im Allgemeinen erhältlich und kostet auch wirklich nicht die Welt. Und wie der Zufall so will, habe ich sogar noch einen nagelneuen Chip in meinem Bestand. Der alte DSP-Chip muss raus und der neue wieder rein. Klingt einfach und sollte zu bewältigen sein. Sicherlich nichts für Anfänger, aber diejenigen, die es versuchen wollen, können hier jetzt die Prozedur nachverfolgen. Im Grunde kommt es auf das richtige Werkzeug an und etwas handwerkliches Geschick kann auch nicht schaden. Also los geht's! Es empfiehlt sich, die Platine vorzuwärmen, denn beim Ausbauen dürfen auf keinen Fall die Lötpads beschädigt werden, denn dann hat man eine richtige Baustelle oder mitunter eine unbrauchbare Platine.
Zum Ausbauen der Chips verwende ich Heißluft. Um die nähere Umgebung der Platine zu schützen, klebe ich sie mit hitzebeständigem Acetatband ab. Ganz wichtig, ohne Flussmittel geht hier gar nichts. In diesem Fall bestätigt sich das Sprichwort, viel hilft viel. So, gut aufpassen, die nächsten Schritte erklären sich von selber und ich lasse hier den Videotake mal durchlaufen, damit man einen Eindruck bekommt, wie lange dieser Auslötvorgang gedauert hat. Wer nicht warten will, kann natürlich vorspulen. Ja, hier sieht man das Flussmittel, das durch die Durchkontaktierung läuft und den Rauch verursacht. Ist aber bis jetzt alles so in Ordnung. So, Achtung, gleich ist es soweit und da klappt der Chip auch schon nach oben. Das Teil ist raus. Die Kontrolle gleich im Anschluss zeigt uns ein zufriedenstellendes Ergebnis. Alle Lötpads sind auf dem ersten Blick intakt, nichts hat sich abgelöst oder ist verbrannt. Also alles gut verlaufen. Bevor wir den neuen Chip einsetzen, müssen wir aber die Lötstellen säubern. Will heißen, wir entfernen alle Lötzinnreste, um eine plane Oberfläche zu bekommen. Das ist übrigens auch entscheidend.
Nur auf einer ebenen Fläche ist es möglich, die vielen Beinchen des neuen Chips exakt auf die Kontakte auszurichten. Das muss jetzt haargenau passen, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Okay, das sieht ganz gut aus. Zum Verlöten fixieren wir den Chip mit den vorhandenen Restzinn auf den Lötpads an verschiedenen Stellen, um ihn dann komplett wieder einzulöten. Ja, wunderbar. So sollte es dann am Ende aussehen, sauber eingelötet und anschließend von Flussmittelrückständen gereinigt. Zum Testen können wir das Gerät wieder zusammensetzen und wenn es sich dann bei der Reparatur tatsächlich nur um den defekten DSP gehandelt hat, dann sollten wir gleich ein positives Ergebnis bekommen. Okay, wir wiederholen das Testprogramm und wie wir sehen, verläuft der Test dieses Mal mit einer erfreulichen Nachricht. Ich bin ja total gespannt, ob die Reparatur insgesamt erfolgreich war und ob der Waldorf jetzt wieder funktioniert. Ich würde sagen, Reparatur gelungen und ich bin echt überrascht, wie interessant doch diese kleine Kiste klingt. Wäre echt zu schade gewesen, diesen Soundkünstler in der Mülltonne zu entsorgen. Wir erinnern uns, dass man bei diesem Gerät ganz einfach die Taktfrequenz des Prozessors erhöhen kann. Der Clou ist, dass das bereits am Werk gemacht wird, um die Polyphonie zu erweitern bzw. die Stimmenzahl zu erhöhen. Die Stimmenzahl wird in diesem Fall hier dynamisch vergeben und bewegt sich bei diesem Gerät zwischen 15 und 24 Stimmen. Also, dann Vorsicht beim Tweaken. Weniger bedeutet in diesem Fall längere Lebensdauer. Wünschen wir ihm noch ein langes, langes Leben und damit endet diese Folge. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dann hoffentlich wieder bis zum nächsten Video.